Elten und der Kollege Gregor Gysi, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir verdanken der Opposition, dass es überhaupt zur Abstimmung über den Hebel im Bundestag kommt. Sie wollten das ja in den Haushaltsausschuss verlegen. Ja, und ich sage Ihnen, es ist immer Ausdruck der Arroganz der Macht, wenn man anfängt, das Parlament zu vernachlässigen. Das sollten Sie sich nicht leisten. Und ich sage ferner, dass der Bundestag vor der letzten Abstimmung am 29.09.2011 getäuscht wurde. Denn damals, gerade Sie, Herr Brüderle, haben Sie den Hebel ausgeschlossen. Ich werde Sie mal zitieren. Am 29. September im Deutschlandfunk, also am Tag der Abstimmung, haben Sie gesagt, meines Erachtens wird es Ihnen, gemeint war der Hebel, nicht geben. Und der Vorsitzende der CSU, Herr Seehofer, hat einen Tag nach der Abstimmung Folgendes gesagt. Weitere Aufstockungen oder größere Risiken aus den übernommenen Garantien, beispielsweise über finanztechnische Hebel, lehnen wir ab. Was machen denn nun die Abgeordneten der CSU heute? Sie werden es zustimmen. Sie widerlegen ihre eigenen Politiker innerhalb weniger Wochen. Und am 1. September hat der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Kampeter unserer Abgeordneten Sarah Wagenknecht schriftlich mitgeteilt, dass eine Ausweitung der Risiken nicht erfolgen wird. Auch das ist nicht wahr. Was bedeutet nun der Hebel? Wir müssen es ja der Bevölkerung auch mal sagen. Am 29.09. habe ich hier davon gesprochen, dass ein Schuldenschnitt kommen wird. Sie alle haben dazu nichts gesagt. Es ist bestritten worden, ein Schuldenschnitt wird nicht kommen. Ich habe gesagt, anders geht es überhaupt nicht mehr mit Griechenland, anders ist es nicht mal im Ansatz lösbar. Interessant ist, jetzt reden alle vom Schuldenschnitt. Früher, Herr Kauder, brauchten Sie mehrere Jahre, um jetzt zu folgen. Jetzt dauert es nur noch 3 Wochen. Vielleicht sollten wir darüber mal nachdenken. Auf jeden Fall, jetzt wollen Sie ja den Hebel einführen. Und was heißt das? Die ersten 20% soll ja der europäische Rettungsschirm, bezahlt von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern der Eurozone und damit vornehmlich von Deutschland, der soll ja die ersten 20% übernehmen. Die ersten 20%, das ist wichtig zu wissen. Also mal angenommen, es würde nur ein Schuldenschnitt von 20% beschlossen werden, dann würden alles allein die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlen, die von den Banken, die müssten nicht einen halben Euro dazulegen. Das ist Ihre Entscheidung. Naja, nun sagen Sie aber, es soll nicht 20% sein, sondern es soll ja mehr werden. Dazu komme ich noch. Aber was heißt denn das? Wenn es bisher ein vages Haftungsrisiko war, Sie haben immer gesagt, ob dann der Rettungsschirm überhaupt in Anspruch genommen wird, der europäische, das wissen wir noch gar nicht. Machen Sie daraus heute eine zwingende, direkte Zahlung. Denn es wird den Schuldenschnitt geben und dann heißt es, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die ersten 20% davon ganz alleine und direkt bezahlen. Das müssen Sie hier einmal so ehrlich erklären, den Bürgerinnen und Bürgern. Nun wird aber von einem Schuldenschnitt von 50 bis 60% geredet. Dazu muss man auch wieder mal etwas erklären. Bei 50 und 60% geht es ja nicht nur um den Betrag, den man mal bezahlt hat, als man die Anleihen kaufte, sondern für die Banken geht es immer um alles zusammen mit den Zinsen. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Eine Bank hätte für 1 Milliarde Euro Anleihen in Griechenland gekauft. Mit einer bestimmten Laufzeit und einer bestimmten Zinshöhe haben die dann Anspruch auf 2 Milliarden. Das kommt ja heraus. Wenn die um 50% kürzen, bekommen sie immer noch 1 Milliarde. Das heißt, sie verlieren, nachdem sie schon jahrelang Zinsen kassiert haben, nur weitere Zinsen. Von dem eigentlichen Betrag büßen sie überhaupt nichts ein. Auch das müssen Sie einmal der Öffentlichkeit so deutlich sagen. So. Ja, und nun ist die Frage, was machen wir denn mit den Zinsverlusten? Völlig richtig. Und da steht die Frage, wer die Zinsverluste bezahlt. Da gibt es ja theoretisch 3 Varianten, ja, meine vielen Herren und wenigen Damen von der FDP. 3 Varianten. Die eine Variante wäre, man sagte, tja, das ist eben Pech der Banken, haben sie eben mal einen Zinsverlust. Na, an sowas denken Sie ja nicht mal nachts und heimlich. Also, dass die Deutsche Bank einen halben Euro verlöre, dann kriegen Sie ja das Gruseln. Also, das kommt ja für Sie überhaupt nicht in Frage. Dann gibt es die zweite Variante. Das ist, dass die Staaten direkt die Verluste, die Zinsverluste ihrer Banken bezahlen.
dann muss Frankreich seine Banken bezahlen, Deutschland muss seine Banken bezahlen, dann muss Frankreich sehr viel mehr bezahlen als Deutschland. Deshalb gefällt dieser Weg den Franzosen nicht. Deshalb schlagen die vor, es sollte doch entweder die EZB oder der Rettungsschirm die Zahlung übernehmen. Das bedeutet dann nämlich, dass die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Verluste der französischen Banken mitbezahlen. Darum geht der Streit. Warum sagen Sie das nicht einfach so offen? Dann wissen doch die Bürgerinnen und Bürger, worum eigentlich diesbezüglich gestritten wird. Aber Sie haben ein Chaos verursacht, das eine Wirrnis organisiert, die alle überfordert. Ich behaupte das Parlament auch. Ich behaupte auch die Medien und erst recht die Bevölkerung. Ich sage das ganz klar. Sie sagen jede Woche etwas Neues zu dieser Krise. Sie lehnen einen Vorschlag in der ersten Woche ab, um ihn in der zweiten Woche zu übernehmen. Bringen Sie doch mal einen Zug von Klarheit hinein. Erst soll ein EU-Gipfel stattfinden und was beschließen, dann teilen Sie uns mit, nee, der beschließt doch nichts, er wird jetzt heute am Mittwoch tagen, dann soll die Kanzlerin am Freitag reden, dann wird gesagt, nee, sie redet nicht, sie redet erst am Mittwoch. Mein Gott, auch das Recht der Bundesregierung, die Bevölkerung in Verwirrung zu bringen, hat Grenzen und die müssen jetzt irgendwann mal gesetzt werden. Gut, also kommen wir wieder zur FDP. Jetzt machen ja die USA Druck. Die USA sagen ja, wir müssen das Eigenkapital unserer Banken erhöhen. So sind sie jetzt bei 9% der Bilanzsumme, ne? Wenn ich richtig informiert bin. Was heißt denn das eigentlich, wenn eine Bank zu wenig Eigenkapital hat? Dann ist sie überschuldet. Mit anderen Worten steht die Frage, wie kommen die zu den 9%? Und da gibt es wieder verschiedene Varianten. Sollen es die Staaten selbst bezahlen, bezahlt es Europa? Auch da haben die Franzosen wieder andere Vorstellungen als wir. Bei uns ist es ganz klar, wenn wir 9%, da müssen Sie mir nicht ein Vogel zeigen, wenn wir 9% der Bilanzsumme als Eigenkapital fordern, hat es weder die Commerzbank noch die Landesbanken. Das heißt, dann sagen Sie doch den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern heute, dass die die Differenz bezahlen müssen, und zwar direkt an die Banken. Das ist das, was Sie planen, und das ist das, was Sie nie ehrlich zugeben. Jetzt sage ich Ihnen noch was. Ja, passen Sie mal auf, wenn die Banken überschuldet sind, die haben doch Dispo-Kredite. Die Commerzbank nimmt bei einem Dispo-Kredit 13,24% Zinsen, eine Unverschämtheit. Die Deutsche Bank nimmt bei einem Dispo-Kredit 13,25% Zinsen, auch eine Unverschämtheit. Das heißt, wenn eine Bürgerin oder ein Bürger sich bei einer dieser beiden Banken überschuldet, müssen sie für den Betrag so hohe Zinsen bezahlen. Nur wäre doch das Mindeste, meine Damen und Herren von der FDP und von der Union, dass Sie sagen, wenn wir einer Bank Geld geben, verlangen wir ihre Zinsen für Dispo-Kredite. Denn sie hat sich auch überschuldet. Das wäre doch nur das Mindeste. Aber da kommen Sie mit lächerlichen kleinen Zinsen, verstehen Sie? Das interessiert Sie nicht. Ja, aber nun zurück zum Eigenkapital der Banken. Wir können das ja hier in Deutschland vielleicht noch irgendwie meistern, Frankreich vielleicht auch noch, aber Griechenland bestimmt nicht, Spanien bestimmt nicht und Italien auch nicht. Und was passiert dann? Dann, so sagt es ja auch die Bundeskanzlerin, muss es der europäische Rettungsschirm bezahlen. Wer ist der europäische Rettungsschirm? Es sind wieder die Deutschen, überwiegend, nicht nur, aber überwiegend die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das heißt, sie verbulbern hier Milliarden auch wieder bei dieser Abstimmung, ohne es ehrlich den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen. Wie war denn das bei Griechenland? Erst hieß es, 110 Milliarden Euro reichen, dann ist Griechenland gerettet. Das war im Mai 2010. Im Juli 2011 haben Sie gesagt, naja, wir brauchen doch noch mal weitere 109 Milliarden Euro. Jetzt sagen Sie, ach, wir haben uns verrechnet, es sind doch 252 Milliarden Euro. Man kann ja gespannt sein, was wir im Dezember oder im Januar hören, also wie die Zahlen sich entsprechend weiterentwickeln. Das ist übrigens auch ein absurder Zahlenwirrwarr, den Sie hier liefern. Aber warum ist Griechenland unter anderem in diese schwierige Situation gekommen? Ich möchte das hier einmal klipp und klar sagen. Unter anderem durch den deutschen Exportüberschuss. Und der ist ermöglicht worden durch Lohndumping in Deutschland. Beides war falsch, beides ist falsch und beides bleibt falsch. Und die Rezepte für Griechenland sind falsch. Ja, ein griechischer Linker hat bei uns auf dem Parteitag gesprochen. Und der hat mal erzählt, wie das in Griechenland aussieht.
Verstehen Sie, massenhafte Entlassungen, Lohnsenkungen, Rentensenkungen, Streichung von Investitionen, Verschleuderung des öffentlichen Eigentums. Ich sage Ihnen nur zwei Beispiele aus Griechenland. 27.000 kleine Unternehmen, liebe FDP, für die Sie ja angeblich durchs Feuer gehen, mussten schon die Insolvenz anmelden. Und eine Lehrerin bekam im Juni 2011, wenn sie neu eingestellt wurde, einen monatlichen Bruttolohn von 1.020 Euro und ab Dezember einen monatlichen Bruttolohn von 575 Euro. Soll die verhungern? Wie wollen Sie denn das Ganze so bewerkstelligen? Sie stehen vor dem Scherbenhaufen Ihrer Auflagenpolitik. Das geht so nicht weiter. Wir brauchen in Griechenland, in Italien und in Deutschland nicht Abbau, sondern Aufbau. Und wenn Sie Investitionen streichen, streichen Sie auch die Steuern. Und wenn Sie die Steuern streichen, versenken Sie das ganze Geld, weil dann kein zurückfließen kann. Tja, wissen Sie, erstmal ist es überhaupt gut, wenn Sie mir zuhören, weil Sie dabei dazulernen können. Aber ich komme jetzt zur SPD und Grünen. Also, Sie machen ja heute einen gemeinsamen Entschließungsantrag mit Union und FDP. Sie tragen fast alles mit, was Union und FDP diesbezüglich machen. Es bringt nichts, Herr Steinmeier, wenn Sie hier den Oppositionellen spielen und in der Sache vollständig mit Union und FDP übereinstimmen. Ich sage Ihnen mal, Herr Bundestagspräsident, eigentlich war die Reihenfolge der Redner falsch. Denn nach der Bundeskanzlerin soll eigentlich ein Oppositioneller sprechen müssen. Das hätte ich denn sein müssen in diesem Falle. Das bringen Sie nicht, Herr Steinmeier. Und ich will Ihnen auch sagen, was daran falsch ist. Das ist mir wichtig. Sie unterstützen dort den Hebel. Wenn Sie den Hebel unterstützen, sagen Sie, das führt zu einer Veränderung der Risiken. Warum sind Sie nicht ehrlich? Warum sagen Sie nicht, aus einem Risiko wird eine direkte Zahlung durch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? Das ist nämlich die Veränderung, die stattfindet. Und das Zweite, was Sie stolz verkünden, ist, die Europäische Zentralbank soll keine Staatsanleihen mehr kaufen. Und dann schaut man sich den Entschließungsantrag genauer an und dann stellt man fest, ja, Sie sollen das nicht mehr von den Staaten kaufen, aber von den privaten Banken sollen Sie weiterhin die Anleihen kaufen. Damit sichern Sie wieder die Banken. Ich sage Ihnen, Sie sind vier Koalitionen der Banken. Wir brauchen endlich eine Koalition, vier Fraktionen der Banken. Wir brauchen eine Fraktion für die Bevölkerung. Herr Kollege Giesen, und ich komme zum Schluss. Und übrigens, eine Garantieerklärung ist auch nicht drin. Ich sage Ihnen, wir haben Ihnen klare Modelle gesagt. Sie kommen um zwei Dinge nicht umhin. Wir brauchen endlich eine Vermögenssteuer in Europa und Deutschland. Ich bin es leid, dass die Hartz-IV-Empfängerin, der Stahlarbeiter und die Lehrerin die Folgen der Krisen bezahlt. Andere müssen das bezahlen, die daran verdient haben. Und zweitens, wir brauchen nach Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes und nach Artikel 15 des Grundgesetzes endlich öffentlich-rechtlich organisierte Banken, nicht ihre großen Privatbanken, die Staaten in Abhängigkeit zwingen. Wir brauchen die Unabhängigkeit der Staaten von den Privatbanken, sonst führen die sie länger durchs Land, und zwar sie alle vier zusammen. Herr Kollege.